Die sogenannte Mannheimer Akte sichert der Schweiz seit 1868 den freien Zugang zum Meer. Der Weg dorthin führt über die schweizerischen Rheinhäfen. Auf einer Gesamtfläche von 1,3 Millionen Quadratmeter werden jährlich rund 7,1 Millionen Tonnen Güter umgeschlagen. Dies entspricht ca. 13% des Imports der Schweiz. Bis 2008 wurden die beiden Hafenteile durch die Kantone Basel-Stadt und Basel-Land verwaltet. Diese sollten in ein Kleinunternehmen zusammengefasst werden. Nach dem Feststand, dass die zwei Häfen Basel-Stadt, Basel-Land zusammengelegt werden, war es klar, dass wir einen neuen Partner brauchten im Bereich Finanzstandardsoftware. Und in dem Zusammenhang haben wir gesagt, jetzt gehen wir in die Orbit. Dort sind eigentlich alle kompetenten Partner vorhanden. Wir werden dort den Kontakthersteller suchen und dort sind wir dann auf SAP getroffen bzw. Agilite AG. Die SAP fährt im Vertrieb ein hybrides Modell. Wir haben einerseits einen indirekten Vertrieb über unsere Channel-Partner, Wiederverkaufspartner und einen direkten Vertrieb. Bei den Schweizerischen Rheinhäfen war es so, dass wir über die Agilita genau das indirekte Vertriebsmodell gelebt haben. Die Agilita hat von A bis Z den ganzen Prozess durchgeführt, von der Akquisition, wo man den ersten Kontakt an der Orbit hatte, über denen nachher auch die ganze Projektumsetzung, Implementierungsphase bis hin zum Go-Live-Termin. Wissen Sie, damals sind wir gerade einen Konfigurator gegangen. Direkt an der Messe sind wir einmal durch und haben gesagt, hier, was sind Sie eigentlich für das Unternehmen? Richtig, genau. Im Prinzip ein Dienstleistungsunternehmen, ja, oder? Ja, richtig. Wir haben damals gesagt, das sind Finanzen, das ist Controlling, genau. Eine gewisse Leistung zu fakturieren. Ja. HR war damals noch so ganz was Neues. HR war ganz neu, hatten wir überhaupt nicht. Das wurde über den Kanton bisher abgewickelt und war zukünftig unsere eigene Aufgabe. Richtig. Ja, das war noch ganz spannend. Ja. Wir haben die Building Blocks ausgewählt, relativ lang dort gestanden, richtig, haben das diskutiert und sind voneinander gegangen und gesagt, wow, das tut auch mit einer 30-Mann-Firma. Richtig, ja. Also waren wir ganz überrascht natürlich, dass man so schnell an diesem Konfigurator herausarbeiten konnte, dass das auf unsere einfachen Prozesse, die wir haben wollten, Standard war für uns ganz, ganz wichtig. Ja, dass man die abbilden könnte damit. Das Projekt wurde im August 2008 durch die Agilita AG gestartet und bereits im Oktober konnten die ersten Rechnungen fakturiert werden. Abgeschlossen wurde die Implementierung Ende Januar 2009 mit der ersten Lohnabrechnung für die Mitarbeiter. Wir konnten sehr von den Erfahrungen von SAP profitieren. Das ist ein sehr umfassendes Produkt, was man genau anpassen kann an unsere Bedürfnisse. Gleichzeitig hatten wir mit der Agilita AG einen Projektpartner an der Hand, der sehr nah ist an Kleinunternehmen, sehr pragmatisch ist, sehr lösungsorientiert ist und Erfahrungen einfach deutlich machen konnte mit Start-up-Unternehmen. Wenn man heute im produktiven Umfeld das SAP-System anschaut, ist klar der größte Nutzen in der Integration. Jeder Mitarbeiter hat für seinen Arbeitsablauf die Informationen auf den Punkt. Wenn man es strategisch aus Geschäftsleitungssicht her anschaut, dann kann man deutlich sagen, jeden weiteren Schritt, den man macht, in Richtung neuer Prozess, zusätzlicher Prozess, können wir immer auch im integrierten Umfeld tun und haben somit einen sehr großen Investitionsschutz. Dank der integrierten IT-Basis hat sich der Verwaltungsaufwand reduziert und die Prozesse lassen sich effizienter abwickeln. Dadurch können die Schweizer Rheinhäfen weiter wachsen und ihre Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt nachhaltig stärken. Für uns war es sehr wichtig und gut, dass wir nach dem Abschluss des SAP Baseline-Projektes weiterhin alle Möglichkeiten und Optionen offen haben, zukünftige Geschäftsfelder, Prozesse zu integrieren und mit SAP effizient zu gestalten.